So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Märkte sind ja gestern im Crazy-Modus und heute am Freitag, der 13. könnte dann noch was folgen, aber abergläubisch bin ich eigentlich nicht. Trotzdem schauen wir mal auf den Dow Jones Index zunächst. Hier konnte er gestern an einer alten Unterstützungsmarke exakt drehen. Wenn man jetzt hier in den Stundenchart reinschaut, gab es hier eine schöne Hammerkerze und da folgten dann anschließend Käufe, die jedoch dann eben in der letzten Stunde zu Gewinnmitnahmen führten. Also hier oben gab es an einem 4-Stunden Unterstützung, Widerstand, Verkäufe. Hier unten wieder Käufe. Diese Daily-Unterstützung, Widerstandszone wurde nicht berücksichtigt jetzt in dem Fall. Hier gab es auch keine eindeutige Kerze. Hier war dann nur direkt die Eröffnung dann negativ. Auch der S&P 500 Index, der kann noch, steht deutlich über seinem Tief vom 6. Mai und hat hier an dem EMA 38 jetzt eine kleine Umkehrkerze hingelegt. Also das Chartbild ist etwas etwas besser als hier der Dow Jones, allerdings wurde ja auch hier der EMA 38 verteidigt. Der Nasdaq scheiterte direkt am EMA 50. Hätte eben noch Platz gehabt bis 4450, hat er nicht genützt. Das Tief wurde verteidigt, eben vom 6. Mai. Und hier ist die Tageskerze jetzt negativ. Also ein bisschen unentschieden hier. Die Märkte, wenn man S&P und Dow Jones nimmt, sieht es etwas besser aus für steigende Kurse. Allerdings Japan hat heute wieder einen Minustag hingelegt. Bevor wir zum DAX kommen, kurz zu Silber und zum Gold. Bei Silber, da wird eine neue Kauflimit dann platziert für die nächste Woche. Also wenn es jetzt hier, ging es heute Morgen eben auch, bei 16,90 folgte der Rebound und wird dieses Level von 16,85 etwa unterschritten, sollte es nochmal einen schnellen Abverkauf Richtung 16,50 gehen und hier dann vielleicht sogar exakt auf dieser Trendlinie hier, also um den Dreh 16,55 folgt dann ein Kauflimit. Im Gold ist man investiert, aber es folgt eben auch nachher der Stopp dann deutlich angehoben. Hier sieht man eben auch noch, dass hier der Abwärtstrend, also die Konsolidierung noch weiter intakt ist. Und eine neue Stop-Buy-Marke könnte man hier bei 1281, 82 dann platzieren. Aber eben auf Schlusskursbasis ja immer wieder hier die Peaks sind nicht ganz. Oder man legt jetzt hier die Trendlinie hin, dann wäre eben noch nicht bei 1282 dann der Abwärtstrend gebrochen. Also hier auf diese Trendlinien achten und wenn die bricht, sollte es dann wirklich nochmal richtig schön dynamisch nach oben gehen. Deshalb eben einfach mal nur eine Stoppanhebung und was hier dann passiert, kann man beruhigt erstmal beobachten. So, dann kommen wir zum DAX. Der konnte, der kämpft jetzt hier um die 9800er Marke. Wieder ein größeres Gap. Gestern das Gap hier geschlossen, anschließend sein
am gleichen Tag eröffnete Kurslücke geschlossen, dann wieder gedreht. Und hier kann jetzt noch die ehemalige Gap-Kante hier hielt den Verkaufsdruck, stand. Aber wie schon gestern im Video erwähnt, also hier ist jetzt, muss man vorsichtig sein. Die eine Long-Position wurde jetzt dann mit Verlust ausgestoppt. Da ist man jetzt hier mit der Entscheidung, die schnellen Gewinne mal nicht mitzunehmen, eben falsch gelegen. Denn bis zu dem Zeitpunkt sah es wirklich aus, als wäre hier das Tief, hier eben bei 9860, wo der DAX am Morgen gedreht hat, war gut möglich, dass hier die Aufwärtsbewegung fortgesetzt wird. Und als es dann eben gestern zu dem Bruch und zu der unschönen Tageskerze kam, war, sage ich mal, der Käse gegessen, dass jetzt hier so eine dynamische Aufwärtsbewegung sich noch fortsetzen kann. Bei den DAX-Aktien, da kann sich die Telekom gut halten. Die Deutsche Post hat ja das Kursziel wirklich exakt erreicht. Beim BMW gab es heute einen Dividendenabschlag, da muss man hier die 3 Euro ungeraden rausrechnen, also steht der Kurs weiter hier oben. Muss man jetzt eben schauen, der erste Move war exakt so wie gewollt und durch den Dividendenabschlag hat sie jetzt hier schon das Chartbild bisschen, aber wenn man jetzt hier investiert war, also richtig real in der Aktie, hat man ja die 3 Euro kassiert, also es ist ja kein Kursverlust. Jetzt muss man eben schauen, dass hier das Gap schnell geschlossen wird, beziehungsweise eben auch das Tief hier unten hält. Dann kann sich hier eine Aufwärtsbewegung fortsetzen, aber sieht auch nicht ganz mehr so prickelnd aus. SAP hat hier die ersten Kursziele souverän hingelegt. Hier weiß ich jetzt nicht auswendig, ob da nicht auch eine Dividendenabschlag oder sind es wirklich jetzt hier größere Kursverluste. Ne, wird heute eben auch Ex-Dividende gehandelt. 1,1 Euro wurde den Aktionären bezahlt. Also es ist auch kein reales Gap. Daimler hält sich eben gerade noch so an dem flachen Aufwärtstrend. Bei den Forex-Setups, kann sich Pfund gegenüber kanadischen Dollar sich noch in dem Rainbow halten. Das passt soweit. Hier war das ja das Chartbild aus dem Wochenchart heraus. Euro-US-Dollar ist unter den Stopp gefallen, kann sich aber eben über dieser in meinen Augen wichtigen Unterstützungslinie eben halten. Und von dort aus könnte sich jetzt eben wie schon damals gedacht, geschrieben, eben eine Aufwärtsbewegung stattfinden. Pfund gegen neuseeländischen Dollar kann sich über dem EMA 10 halten. Jetzt muss halt diese negative Tageskerze aus dem Markt genommen werden, dann sollte es nach oben gehen. Danke fürs Zuhören und bis später.